Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die bunte Seite der Machtbox von STP. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Die bunte Seite der Macht von STP, das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das 8. Album der Band. Wir haben hier eine riesige weiße Box. Eher flach gehalten das Ganze, aber ansonsten echt riesengroß, quadratischer Deckel hier. STP, die bunte Seite der Macht, lesen wir links oben. In der Mitte sehen wir die beiden Interpreten, die beiden Bandmitglieder, links Vincent und rechts Dark. Und im Hintergrund haben wir eine schwarz-weiße Stadt. Nachdem wir hier in der Mitte das Wahrzeichen, den Alex, den Fernsehturm sehen, gehe ich mal stark davon aus, dass es sich hier um Berlin handelt. Und der Albumtitel ist Programm. Also die beiden Herrschaften sind hier vollkommen zugekleistert, sagen wir mal, mit Farben aller Art. Also verschiedenste Farben hier. Ein buntes Spektakel. Und hier unten lesen wir noch Limited Ultra Fan Edition. Es gab das Ganze auch noch in einer kleineren, in einer etwas abgespeckteren Variante, die sogenannte Mini Fan Edition. Aber in diesem Fall stelle ich euch die Ultra Fan Edition vor. Da ist deutlich mehr drinnen als in der Mini Fan Edition. Und sie ist natürlich auch, wie der Name vermuten lässt, größer als die Mini Edition. So, was lesen wir auf der Seite? Made in Bunte Republik Deutschpunk 2017. Hier gibt es wieder jede Menge Farben. Und dann lesen wir hier noch, für Musik-Nazis ungeeignet. Okay. So, Limited Ultra Fan Edition. Beteiligte und Barcode. Und hier lesen wir dann noch einen Warnhinweis. Achtung, STP macht sehr schnell abhängig. Vorsicht, der Konsum dieser Box kann zu Ticketkäufen und mehrmaligen Konzertbesuchen führen. Falls es Sie jedoch glücklich machen sollte, traurig zu sein und Sie lieber alles schwarz-weiß sehen, Finger weg. Die Lieder auf diesem Album sind keine staatlich anerkannten, richtigen, echten Lieder, sondern von Vincent und Dark selbst ausgedacht. Musik sowie Text. Nicht in Reichweite von Vollidioten aufbewahren. Zur Herstellung der Musik auf den Tonträgern wurden keine Tiere und nur wenige Menschen gequält, die direkt mit Vincent und Dark zusammenarbeiten mussten. Ja, also, wie man die beiden kennt, das Ganze sehr lustig gestaltet. Dann schauen wir mal hinein. Der Deckel ist abnehmbar von innen weiß. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal eine Fahne. Ich gehe mal davon aus. Beziehungsweise, ja, ich habe euch die Unterseite irgendwie vorenthalten. Kleinen Moment. So sieht die aus. Die bunte Seite der Macht, STP, also ganz buntes Camouflage hier. Generell hier der untere Teil der Box jetzt, der hier zum Vorschein kommt, sehr bunt gestaltet. Und was lesen wir hier noch? Wer das liest, ist cool. Ja, durchaus. So, dann haben wir noch einen Turnbeutel, einen Flyer, einen wahrscheinlich einen Aufkleber, weitere Aufkleber, Riesenaufkleber. So, ein Riesenposter. Das Album in der Limited Ultra Fan Edition. Eine DVD und eine Packung mit Buntstiften. Also, das ist echt eine Menge Inhalt. Wir machen die Box mal wieder zu und packen die zur Seite. So, und dann kann es auch schon losgehen. Wir haben hier noch diverse Inhalte in Folie. Einmal und noch was war in Folie. Turnbeutel oder die Fahne? Ja, die Fahne. So. Platz schaffen. Gut. Dann schauen wir mal, dass wir die DVD hier aus der Folie befreien können. Die Schweißnaht bietet sich da immer gut an. Wunderbar. Und dann haben wir natürlich auch noch Fahne, kommt hier in so einer Plastikhülle. Ah,
gar nicht so einfach. So, und was lesen wir hier noch? Berliner Plattenbau Chapter 1 Universal. Okay, also das Label, ja, Berliner Plattenbau Chapter 1. Die haben den Vertrieb gemacht. Sauber. Also, wir starten wie immer mit dem Album an sich. Das kommt hier in so einem hochformatigen Digipack. SDP, die Bundesseite der Macht, Limited Ultra Fan Edition. Ja, also von der Gestaltung ident wie auch schon das Boxdesign, wie das Boxcover. Hier auf der Seite auch nochmal zu lesen. Und auf der Rückseite haben wir eine umfangreiche Tracklist. Also das ist echt heftig. Album. Auf dem Album haben wir hier 17 Tracks. Wir haben hier drei Features mit dabei. Und zwar einmal Sido, einmal Prinz P und einmal Timi Hendrix. Dann haben wir die Instrumentals zum Album, auch nochmal 13 Tracks. Das kommt daher, weil hier dann Sachen wegfallen. In diesem Fall fällt das Intro weg, dann die bunte Seite der Macht, also das Outro fällt weg und zwei Skits fallen weg. Die in der Mitte Skit und leider noch zu zweit Skit. Jawohl. Dann haben wir hier die Live-CD und Live-CDs, wenn man genauer schaut. Es sind nämlich zwei. Okay, darunter wieder Beteiligte. Barcode gibt es hier keinen, denn meines Wissens gab es dieses Teil hier wirklich nur in der Box. Regulär nicht zu kaufen, wirklich nur in Kombination mit der Box. Als erstes haben wir hier einmal Album. So sieht das aus, die Album-CD. Die beiden Herrschaften wieder komplett in Farbe. Und auch gleich eine zweite CD. Und zwar haben wir hier die Instrumentals zum Album, die kommen hier in grün. Also, so sieht das aus. Dann packen wir diese beiden CDs wieder zurück und schauen gleich mal auf die Rückseite, denn genau, hier haben wir dann die zwei Live-CDs. Einmal hier in Rot, CD1. Ja, ich muss das irgendwie immer in der Mitte haben. Und dann haben wir Live-CD2 in Blau hier. Gut, mittig gibt es ja noch ein umfangreiches Booklet. Wir schauen mal rein. Was bisher geschah, also eine kurze Erklärung zum letzten Album, zu diesem Album, was da so passiert. Dann haben wir hier, und eventuell noch passieren wird, also eine kleine Zukunftsanalyse, Voraussage. Und dann haben wir hier einzelne Tracks mit den Lyrics abgedruckt. Dann haben wir auch noch wunderbare Grafiken oder Zeichnungen. Hier kann man dann die Buntstifte zum Einsatz bringen. Also hier kann man dann ausmalen. Ja, also hier noch mehr zum Ausmalen. Und wie man es von SDP kennt, sind die einzelnen Seiten oder auch die Lyrics immer sehr kreativ gestaltet. Ja, hier kannst du selber zeichnen, was auch immer. Ausmalen wieder. Was haben wir hier? Bienemann und Grashüpfermann. Okay. Ja, also ihr seht selbst, alles hier mit drin. Dann die Tourdaten. Dann diverse Bilder wieder zum Malen. Und zum Abschluss natürlich noch die Credits zum Album. Gut, das war's zu dieser Ultra Fan Edition hier, was CD und Instrumentals betrifft. Dann haben wir mit dabei eine DVD, die kommt hier in einer Papphülle, die hat nicht mehr in dieses Paket hier reingepasst, deswegen hier separat. Das hat man hier leider aufgedruckt, nicht von einem Sticker gelöst, das ist etwas schade. Die bunte DVD der Macht, okay. Also hier noch eine Info, was sich auf dieser DVD so befindet. Also wir haben hier so ein quasi Making-of, Behind-the-Scenes, Albumbegleitung. All das findet sich hier auf dieser DVD. So sieht die aus, ab 12 Jahren. So, dann haben wir mit dabei eine Fahne. Die ist hier in diesem ganz bunten Camouflage-Design. Dann schauen wir uns die mal an. Ui, die ist echt riesig, die Fahne. Ja, also die bedeckt hier den ganzen Tisch. Wir haben hier in der Mitte dieses Siegel wieder, dieses Logo, SDP in der Mitte groß und dann rundherum hier kreisförmig die bunte Seite. Wo haben wir es? Hier.
der macht. Ich hoffe, man kann es halbwegs erkennen. Und dann haben wir an den Ecken unten, aber natürlich auch oben, so Metallringe hier mit eingenäht. Und dann kann man das Ganze hier wunderbar aufhängen. So, packen die Farbe noch zur Seite. Die ist echt riesengroß. Okay, hier haben wir noch ein Stück Folie. So, dann haben wir als nächstes einen Gymbag, einen Turnbeutel. Der sieht so aus, in schwarz mit weißem Aufdruck. Was lesen wir hier? The SDP Songs. Also hier haben wir so die bekanntesten Lieder abgedruckt. Die Songtitel. Hier zum Beispiel Tanz aus der Reihe. Oder was haben wir noch? Wenn ich groß bin, leider wieder da. Eine Leiche. Also all das kann man hier nachlesen. Auf der Rückseite ganz in schwarz. Und dann haben wir natürlich links und rechts jeweils die Träger, um den am Rücken dann zu tragen, aber natürlich auch, um das Ganze zuzuziehen. Hier unten ist das entsprechend verknotet hier. Und dann schauen wir nochmal kurz rein, womit wir es hier zu tun haben. So, hier ist der Zettel. Was lesen wir hier? Westford Mill, ein W110, Ethically Produced Chlorine Free, Beachfield Brands Limited, United Kingdom. Grüße gehen raus und wir haben es hier zu tun mit 100% Baumwolle. Gut, also das ist der Turnbeutel. Sticker haben wir dabei und zwar diverse. 1, 2, 3, 4 Sticker. Ich wende das. Ja, oh ja, ist auch einer. Sind tatsächlich 4, ich war mir nicht sicher, aber doch. Also wir haben einmal hier diesen Tour-Sticker. Ist so, ja, fast eine A4-Seite, würde ich sagen. SDP, die Bundesseite der Machttour 2017 mit den gesamten Dates. Das Ganze im Hochformat. Dann haben wir in so einer Glanzoptik die beiden Herrschaften noch einmal hier komplett in dieser Farbschlacht. Das Ganze. Dann haben wir den kreisförmigen Sticker West-Berlin SDP und darunter noch DBU BDW, also die Abkürzung für die bekannteste unbekannte Band der Welt. Sind es 1999, Team V und D, also Wins und Dark. Kreisförmiger Sticker. Und dann haben wir noch diesen hier, diesen Camouflage-Sticker im Querformat. Also das ist genau das Design, das wir schon bei der Fahne hatten. Jawohl, 4 Sticker, gewaltig groß. Dann haben wir einen Flyer, einen Tourflyer. Hier nochmal die Tourdates und auf der Rückseite nochmal Merch, den man hier bei Dresscode Merch erwerben kann. Also quadratischer Flyer, ein Poster und rein vom Gewicht und wie sich das anfühlt, dürfte das unfassbar groß sein. Und es ist aber auch vom Material her etwas dicker. Also, oi. Alter. Ich glaube, dieses Format ist A0. Also das ist so ziemlich die größte Art oder die größte Variante, die man hier für eine Box wählen kann. Ja, ich krieg's nicht mal ansatzweise hier eingefangen, aber ich zeige euch das mal. Hier unten ist das Ganze mit Weiß und natürlich hier jede Menge Farbsprenkeln. Dann kommen wir hier circa im unteren, in der unteren Mitte, ungefähr da in der Mitte, kommen wir dann zum Hauptmotiv. Hier haben wir die zwei Herrschaften, natürlich wieder mit der Stadt im Hintergrund und den fliegenden Gitarren, beziehungsweise die Gitarre ist eventuell auch ein Raumschiff in Gitarrenform. Also das Cover-Artwork, das wir schon kennen. Und hier oben lesen wir dann noch SDP, die bunte Seite der Macht. Das Poster riesengroß, meiner Meinung nach müsste das A0 sein. Und wie gesagt, im Hochformat. Einseitig bedruckt, Rückseite ist blank weiß. So, und als letzten Boxinhalt, ungewöhnlich aber doch, ab und zu gab es das schon mal in Boxen, haben wir hier tatsächlich Buntstifte. Passend zum Albumtitel haben wir dann hier die bunten Stifte der Macht. Mit einer umfangreichen Beschreibung,
Wie man diese einzusetzen hat, wofür die gedacht sind, kann man sich hier durchlesen. Also bunte Stifte gegen die schwarz-weiße Welt. Auf in den Kampf mit Stift und Papier. Jawohl, wir haben hier so ziemlich das gesamte Farbspektrum abgedeckt. 6, 8, 10, 12. Wenn ich mich nicht verzählt habe, 12 Stifte sind hier vorrätig. Und damit könnt ihr dann schöne Bilder malen oder natürlich auch die Bilder in den Booklet ausmalen. Jawohl, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal die eben gezeigten Buntstifte. Dann haben wir das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Den Flyer, einmal den Sticker hier im Querformat, einmal den kreisförmigen, nochmals im Querformat und nochmals im Hochformat, also 4 Sticker gesamt. Dann haben wir den Turnbeutel, die DVD zum Album, die Fahne, die riesengroße Fahne, sowie natürlich die Limited Ultra Fan Edition, also das Album an sich, inklusive Instrumentals und 2 Live-CDs. Das ist echt eine Menge. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, die bunte Seite der Macht von STP. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr STP unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.